Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal mit der Kettekleidung aus Düsterbruch Nord. Und das ist das, was ich gefunden habe. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben einmal das Doppelverbundset. Das ziehen wir auch wieder ganz an. Das graue Set, das kennen wir ja schon. Ne? Hier mit der kurzen Brust, mit dem Kettenmuster. Und diesem Kupfer, Bronze, von Bronze nach Kupfer würde ich es fast nennen. No. So, aber jetzt die Sets. Da haben wir einmal das Beschützerset. Da haben wir den Kopf gefunden. Dann die Armschienen. Die könnte man auch gut als Armringe benutzen. Dann haben wir den Gürtel. Auch sehr schön. Ne, hier mit den Kästchen und mit den Zeichen. Dann haben wir die Hosen. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal hatten. Auch ein interessantes Set. Na, außen mit diesen Riemen befestigt. Und wir haben die Stiefel. So. Die Brust wäre da noch sehr interessant zu, ne? So, dann haben wir Teile vom beständigen Set. Da haben wir hier einmal die Krone. Und die Stiefel. Mehr gibt es nicht. Schade. Dann haben wir vom Knochenverbundset einmal den Helm, ne, kennen wir ja. Dann haben wir hier die weißen Schultern. Dann den Gürtel, auch ein schönes Muster drauf. Die Beine, die Beinplatten. Und die Stiefel. Alles schön in weiß, ein bisschen braun gehalten. Dann haben wir vom Verheerer-Set einmal die Schultern, schön rot. Dann haben wir die Brust, hier mit den Platten, ne? Und wir haben die Schuhe, halt auch wieder aussehen wie Sandalen hier mit den Riemen, ne? Dann haben wir vom formidablen Set zwei Teile. Einmal die Schultern, ein bisschen unauffällig. Und wir haben die Stiefel. Auch wieder weiß, so einen leichten Grünstich mit drin. So, dann haben wir vom Greifenpanzerset ein paar Teile. Da haben wir einmal die Schultern, hier mit den Federn drin. Hier haben wir die Armschienen, auch dieser grüne Stein. Ne? Der Gürtel. Das zieht sich alles so ein bisschen da durch. Und wir haben die Hosen. Sieht halt aus, als hätten wir Federn, ne? Eine Federhose. Aber auch ganz hübsch. So, dann haben wir vom uralten Set auch einmal die Schultern. Dann haben wir hier die Armschienen. Ist auch alles wieder ein bisschen glänzender, ne? Hier haben wir die Beinplatten. Und die Stiefel. Na, die Brustplatte wird wahrscheinlich auch nicht sehr groß sein. Dann haben wir von Khan's Set Teile gefunden. Einmal die Schultern. Ist auch sehr schön hier mit den Stacheln in Rot-Gold. Dann haben wir die Brust. Selbe Muster. Die Armschienen. Und die Hände. Der Gürtel. Leider habe ich diesmal keine Beine, aber wir haben die Stiefel. Aber die Beine werden das Muster auch noch haben. So, und dann habe ich noch ein paar Einzelteile. Einmal habe ich die Ebenholzrüstung. Ne, das ist dieses Top in Schwarz, auch sehr schön. Dann haben wir die Eisenhautarmschienen. Ich finde die Farben sehr schön. Schwarz-rot. Und dann haben wir die Heldenstulpen. Und, ach, ein paar Schultern haben wir auch noch. Spiegelpanzerschultern. Das sind diese abstehenden in Gold, ne? So. Diesmal halt nicht ganz so viel Kette. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Nächstes Mal schauen wir uns die Platte-Teile an.
ist auch ungefähr die gleiche Menge. Und dann sind wir mit Düsterbruch Nord auch schon durch. Also, ich danke euch und bis bald. Tschüss.